Hallöchen! Da haben wir die Semperoper. Da drüben haben wir das Residenzschloss mit zahlreichen weltberühmten Museen. Um die dreht es sich heute nicht, denn wir gehen hier hinter in den Semperbau, in die neu eröffnete Gemäldegalerie Alte Meister. Hunderttausende Besucher aus aller Welt strömen seit der Wiedereröffnung hier in die Gemäldegalerie. Und sie hat täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr, außer montags, da ist Schließtag. Und ein Ticket kostet 14 Euro, aber der Preis, der lohnt sich total. Hier oben. So, jetzt sind wir hier in der Gemäldegalerie, aber ich stehe hier nicht alleine, denn ich stehe hier mit einer der Kuratoren der Ausstellung. Claudia Christa Gersch heiße ich und ich bin die Kuratorin für Renaissance- und Barockskulptur. Also eigentlich hier in der antiken Halle bin ich ein bisschen sozusagen im fremden Gebiet, aber ich darf hier auch was sagen. Von der Dresdner Sammlung zeigt sich irgendwie daran, dass es sehr viele Skulpturen gibt, die hier zum Beispiel heißen das Dresdner Symplegma, der Dresdner Zeus, die Dresdner Kratene oder der Dresdner Knabe. Was sind deine persönlichen Lieblingsstücke, Lieblingsstücke? Das ist ganz einfach. Meine Lieblingsecke ist sozusagen hier. Wunderschöne Statuen von Venus. Großartig, dass wir diese beiden Typen von klassischen Venusfiguren haben. Das hätte ich sie von vorne und von hinten sozusagen sehen können. Dann hier daneben gibt es den Kopf noch ein zweites Mal. Kann man also sehr schön sehen, worum es eigentlich bei diesen römischen Kopien geht. Da würde man doch nie glauben, dass das ein Berg aus der Antike ist. Ja. Sieht so modern aus, irgendwie mit ihrem frechen Pferdeschwanz. Ja. Ist sie so dargelehnt, das Denken vor sich hingeguckt. Die liebe ich über alles. Sie hat so einen wunderbaren Ausdruck. Die Skulpturen hinter uns gelassen. Und ja, sind ganz. Okay, da kommt also noch was. Jetzt gerade in der Antike und kommen jetzt heraus in Italien im 15. Jahrhundert. Und es fangen gleich mit Tizians Zimtgroschen und Mantegna an. Alte Meister der ganz, ganz großen Superklasse. Dafür ist Dresden immer schon berühmt gewesen. Wir haben uns entschlossen, also nach Schulen zu hängen. Heißt, dass man nach Ländern unterscheidet. Die italienischen Gemälde hängen auf einem roten Grund. Die Niederländer und die Deutschen auf grün und die Franzosen und die Spanier auf blau. Jetzt schon zum großen Highlight? Ja, so kann man es ganz selten sehen. Ja. Wir alleine mit der Sixtinischen Madonna, das ist schon ziemlich cool. Also hier ist natürlich immer der größte Auflauf an Besuchern. Berühmt natürlich diese beiden Engelchen, die unten sitzen. Und das Ganze war mal ein Altargemälde in einer Kirche. Und neben der Mona Lisa das berühmteste Gemälde der Renaissance, würde ich sagen. Oder? Ja, wahrscheinlich. Kann man das so sagen? Ja. Ja, das ist unsere Mona Lisa. Das andere geht. Schön willkommen im Heiligtum der Kunst. Da drüben hatten wir die Sixtinische Madonna von Raphael und hier sind aber zahlreiche, endlose, berühmte Künstler da. Wen haben wir alles hängen hier in der Gemäldegalerie? Also neben Raphael und neben Giorgione und Tizian haben wir hier natürlich Peter Paul Rubens und Rembrandt. Das sind sozusagen die großen Vertreter. Einfach wirken lassen, Leute. Genau. Wirklich, wirklich beeindruckend, hier drin zu stehen. Ja. Jetzt haben wir ganz viele berühmte Gemälde gesehen, aber Dresden war bisher noch nicht dabei. Aber jetzt... So, wir sitzen jetzt hier oben. Wer hat hier... gewirkt. Das ist ein venezianischer Maler, der heißt Bernardo Bellotto und wird dann auch Canaletto genannt, weil er beim berühmten Antonio Canal, der auch Canaletto hieß, in die Schule gegangen ist und hat also wirklich viele Ansichten von Dresden gemalt, auch von der Umgebung, von Pirna und berühmt sind eben diese Stadtansichten. Wir stellen uns mit auf die Elbe. Übrigens findet ihr heute noch einen Rahmen an dem Elbufer und wenn ihr euch dorthin stellt, könnt ihr quasi genau den gleichen Blick wie damals Bellotto genießen. Wir kommen in einen ganz besonderen Raum.
kann. Wir haben eine wunderschöne Seidentapete an den Wänden. Also das stimmt. Die soll eben zeigen, dass das hier ein besonderer Raum ist, unser Pastellkabinett. Wir haben also hier wirklich eine der weltgrößten und schönsten Sammlungen von Pastellbildern von Rosalba Carriera und natürlich von Lyotard, von dem das berühmteste Pastell im Hause stammt. Das ist wirklich so heiß geliebte Schokoladenmädchen. So, ich denke, jetzt haben wir viel gesehen. Aber ein architektonisches Highlight kommt nämlich noch, denn es kommt noch eine ganz tolle Halle Richtung Ausgang, ne? Genau. Da gehen wir jetzt mal noch hin. Das könnte auch der Eingang sein. Es kommt immer darauf an, wie man kommt. Ja. Ne? Also, so sieht ein Treppenhaus, so ein ordentliches Museum aus. So, das war die Gemäldegalerie Alte Meister im Schnelldurchlauf. Wir sind hier echt durchgehetzt und wir haben alles gesehen. Und ich denke, man muss sich hier wirklich nochmal viel mehr Zeit nehmen, um das alles zu entdecken. Danke für euren Besuch. Ich danke dir. Ciao. Danke dir. Ciao.